Willkommen zu einem neuen Prüfungsvlog. Ist ja mittlerweile so ein bisschen Standard hier auf diesem Kanal geworden, dass ich meine Prüfungsphasen irgendwie immer in einem Video festhalte. Ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Vlogs ich mittlerweile schon online habe, aber es sind tatsächlich einige. Genau, und ich habe jetzt wieder Prüfungsphase. In 2 Wochen habe ich meine allererste Klausur. Und dann geht es wirklich kontinuierlich immer weiter mit den Klausuren, also alle paar Tage in der Klausur. Deswegen, ist bei mir aktuell schon ein bisschen der Lernstress da. Habe aktuell aber auch noch Vorlesungen und Seminare, wo ich auch trotzdem noch hin muss. Das ist ein bisschen anders als damals bei mir an der FH. Da hatte ich tatsächlich meist einfach frei und konnte lernen. Das ist jetzt diesmal ein bisschen anders, aber das kriegen wir schon alles hin. Ich nehme euch in diesem Video jetzt einfach mal mit. Fahre jetzt erstmal los, zeige euch später dann meinen Lernplan und ob ich den bis jetzt eingehalten habe und wie ich generell so beim Lernen vorgehe und was ich sonst noch so mache in dieser Phase. Ja, we'll see. So, ich bin jetzt wieder da. Mir ist ultra warm. Das ist das Einzige, was ich tatsächlich an der Prüfungsphase im Sommer nicht mag, dass einem einfach wirklich manchmal sehr, sehr heiß ist. Ich bin generell ein Mensch, ich mag es sehr gerne warm, aber wenn ich dabei in der Uni bin und mich kaputt schwitze, finde ich das nicht mehr so cool. Genau, bin aber auf jeden Fall heute ganz erfolgreich gewesen, habe danach tatsächlich dann nochmal kurz, wir haben so einen Coworking-Space bei uns in der Uni noch ein bisschen gelernt, beziehungsweise habe noch eine Vorlesung nacharbeiten können, also das auf jeden Fall schon mal gut. Und jetzt habe ich gleich noch ein Zoom-Meeting mit meiner Gruppe. Wir haben nämlich diese Woche einen Vortrag und den wollen wir jetzt gerade noch so ein bisschen finalisieren. Ich habe dann, glaube ich, morgen auch nochmal ein anderes Meeting mit einer anderen Gruppe, weil wir diese Woche auch noch einen anderen Vortrag haben. Und genau, deswegen dreht sich bei mir gerade tatsächlich alles irgendwie gar nicht mal so um Klausuren, wie ich mir das vielleicht wünschen würde, sondern einfach um super viele andere Projekte. Das ist auch etwas, was ich dann immer nicht so cool finde, wenn man halt sämtliche Vorträge, Hausarbeiten, whatever, alles im Prüfungszeitraum hat, weil dann kann man sich nie so wirklich komplett auf die Prüfung konzentrieren, sondern ist dann halt immer so am Gucken, dass man halt alles irgendwie weitere noch geregelt kriegt. Aber ja, muss ich jetzt irgendwie hinbekommen. Ich kann euch aber mal ganz kurz zeigen, wie ich mir generell so diese Woche strukturiert habe. Also ich hatte euch das, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Planungsvideo gezeigt, aber ich arbeite aktuell wieder sehr, sehr viel mit Google Calendar, einfach weil das für mich super gut funktioniert. Und da habe ich gestern Abend einfach grob schon mal hauptsächlich für Montag und Dienstag mir alles so eingetragen, was so die wichtigen Termine sind. Und für den Rest der Woche trage ich das dann noch nach, weil das tatsächlich davon abhängt, ob ich alle Sachen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, auch schaffe oder ob die dann halt da noch hinwandern müssen. Aber alles, was rot ist, sind quasi erstmal nur so gesetzte Veranstaltungen, die ich jetzt diese Woche noch habe. Das ist jetzt wirklich viel, viel weniger geworden, einfach weil manche Vorlesungen jetzt auch zum Beispiel schon ausfallen oder manche Seminare nicht mehr stattfinden. Genau, aber ansonsten ist das Blaue tatsächlich immer meine Lernzeit, die ich mir so separat noch eingeteilt habe. Und man kann das hier ganz gut sehen. Ich versuche mir halt die blauen Blöcke halt irgendwie immer um die roten Blöcke, also um die Pflichtblöcke rumzulegen. Das heißt, ich versuche immer ein bisschen früher in die Uni zu fahren, als ich es normalerweise tun würde, um dann halt da nochmal eine kleine Lernsession einzusetzen. Dann habe ich meistens ein Seminar, irgendwas, was damit nichts zu tun hat, und dann lerne ich danach dann nochmal und wiederhole das, was ich da vorher einmal gelernt habe. Und dann fahre ich meistens heim, habe dann vielleicht nochmal zu Hause irgendwie Zoom-Meeting oder kann irgendwas von zu Hause erledigen, mache dann nochmal einen Lernblock und dann kommen meistens solche anderen Sachen wie zum Beispiel Sport, um mich einfach nochmal ein bisschen zu entspannen und dann hier vielleicht noch Sachen, die ich für Social Media erledigen muss und sowas. Das versuche ich dann halt eigentlich immer so am Ende des Tages zu erledigen. Und meine anderen Lernblöcke, wie ihr seht, sind hier zum Beispiel für den Rest der Woche noch nicht eingeteilt, weil es einfach voll davon abhängt, wie viel ich jetzt hier halt einfach schon schaffe. Generell schreibe ich dieses Semester 7 Prüfungen, 7 Klausuren plus dann eben noch Hausarbeiten, Präsentationen und so weiter. Eine Prüfung hatte ich jetzt letzte Woche schon, das war eine mündliche Prüfung, die ist sehr, sehr gut gelaufen. Das hat mir so einen richtigen Kick gegeben und sehr viel Motivation, jetzt einfach weiterzulernen für die anderen Prüfungen. Und ich meine, ich hatte es am Anfang auch schon gesagt, meine erste wirklich schriftliche Prüfung ist in 2 Wochen, das ist klinische Psychologie. Und das ist tatsächlich auch eine der Prüfungen, die für mich am meisten Zeit in Anspruch nehmen wird oder auch schon in Anspruch genommen hat. Einfach weil da sehr, sehr viel von uns gefordert wird. Es wird zum Beispiel ein Buch vorausgesetzt, was wir gelesen haben müssen. Es wird die ganze Vorlesungsinhalt vorausgesetzt. Es werden dann noch verschiedene Richtlinien vorausgesetzt, die man können muss. Das heißt, es ist einfach sehr, 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 sehr viel Stoff, wovon man auch einfach nicht so viel streichen kann, weil irgendwie immer gesagt wird, das ist alles relevant. Genau, und deswegen fließt da einfach aktuell sehr viel Zeit rein, weil das ist die erste Klausur und es ist gleichzeitig eine Klausur, die für mich sehr wichtig ist und gleichzeitig auch noch eine Klausur, die sehr viel Stoff beinhaltet, also relativ lange dauert. Deswegen habe ich damit eben angefangen und deswegen ist das aktuell so mein Main-Fokus. Lerne ich aktuell noch sehr, sehr viel mit Karteikarten. Also ich habe mir jetzt schon verschiedene Blöcke fertig gemacht. Die beinhalten immer einen Themenblock. Also hier haben wir zum Beispiel einmal Themenblock Angststörungen, hier haben wir Themenblock Traumata, Themenblock
Depressionen bzw. affektive Störungen. Den hier habe ich anscheinend noch nicht festgemacht, aber das müsste auf jeden Fall ein Themenblock zum Thema Schizophrenie sein. Ja, Psychosen, genau. Dann ist es hier zum Thema Schizophrenie. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach schon mal einzelne Themenblöcke und die versuche ich dann auch tatsächlich jeden Tag zu wiederholen. Das kostet mich dann so, weiß ich nicht, eine Stunde, würde ich mal sagen, eine Stunde, um die halt alle durchzuhaben. Und dann habe ich natürlich noch andere Karteikarten, aber grundsätzlich in diesem Modul, weil es einfach tatsächlich sehr viel um Definitionen und Fakten und sowas geht, lerne ich eben mit Karteikarten. Jetzt aber erstmal das Zoom-Meeting für die Präsentation. Wir haben das jetzt für 2 Stunden gesetzt. Ich hoffe aber, dass es ein bisschen schneller geht. Deswegen, let's go. Wir haben jetzt knapp 18 Uhr. Ich habe mich jetzt seit fast 8 Stunden, glaube ich, nur mit Uni beschäftigt und ich kann langsam nicht mehr. Ich merke es langsam. Ich habe auch wirklich keine Lust mehr und habe jetzt eben so ein bisschen überlegt, gehe ich jetzt zum Sport oder mache ich irgendwas anderes. Aber ich habe extrem Muskelkater von den letzten Tagen und ich bräuchte jetzt eigentlich mal wieder einen Restday. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich eher eine Runde spazieren gehen, dabei ein paar Nachrichten beantworten. Ich hänge nämlich extrem hinterher mit meinen WhatsApp-Nachrichten. Einfach bis zum frischen Luft tanken. Ich glaube, das ist jetzt eine gute Idee. So, ich will jetzt noch kurz einkaufen. Ich habe mir erstmal neue Getränke geholt. Ich nehme immer diese wunderbaren Zero-Soft-Getränke. In der Klausurenphase artet es leider echt immer aus. Auch neue Cola und so, neues Kaugummi. Ich bin sehr kaugummisüchtig in Klausurenphase. Und ansonsten normale Lebensmittel, damit ich es die nächsten Tage nicht nochmal einkaufen muss. So, das ist mein Abendessen. Gemüse, Gnocchi, Erdnusssoße, das ist einfach Erdnusspulver mit Wasser. Dann hat man so eine Soße. Und ja, wir haben jetzt 23 Uhr und ich bin jetzt gerade nochmal meine ganzen Notizen durchgegangen für meine 2 Vorträge. Also heute hat mir den einen Vortrag ja fertiggestellt, die Präsentation, das Handout, alles Mögliche. Und ich habe mir jetzt einfach nochmal ein paar Notizen gemacht. Ich werde die nicht mit nach vorne nehmen, ich mache meistens Vorträge eher so spontan bzw. frei heraus. Es kommt in der Regel besser an und ich kann da auch besser agieren. Aber ich mache mir meistens vorher halt einfach mal Notizen, um das halt einfach vorne nochmal irgendwie zu Hause zu üben. Und genau, das habe ich für einen Vortrag gemacht, der ist Donnerstag. Und dann habe ich es noch für einen anderen Vortrag gemacht, der ist Samstag. Dann bin ich meine ganzen Karteikarten nochmal einmal alle durchgegangen, die ich euch heute schon einmal gezeigt habe. Also ein Stapel, den ich auf dem aktuell der Fokus liegt. Und jetzt gehe ich auch schlafen, denn ich muss morgen um 6:30 wieder raus, Vorlesung. Und versuche jetzt einfach ein bisschen noch zu entspannen. Ich werde wahrscheinlich jetzt ein bisschen Trash-TV gucken und einfach hoffen, dass ich relativ schnell einschlafen kann, weil das ist eigentlich das größte Problem, dass ich einfach viel zu spät ins Bett gehe. Unabhängig davon, ob ich noch lerne oder nicht lerne, ich gehe einfach zu spät ins Bett. Deswegen, ja, wir sehen uns morgen. So, neuer Tag, neues Glück. Wir haben Dienstag, ein sehr langer Unitag bei mir. Es ging heute Morgen um 8 Uhr los. Bedeutet für mich immer sehr früh aufstehen. Habe ich ja, glaube ich, gestern Abend schon erwähnt, dass es nicht so einfach für mich ist, weil ich viel zu spät schlafen gehe. Und kleiner Spoiler, ich bin gestern Abend halt auch wieder viel zu spät schlafen gegangen. Deswegen war es heute Morgen nicht ganz so leicht. Im Sommer definitiv, weil es draußen schon früh hell ist, aber im Winter Katastrophe. Genau, und deswegen, ich hatte sehr, sehr lange Uni und danach bin ich zum Sport gefahren und dann hatte ich noch ein paar Termine und ergo, ich sitze jetzt am Schreibtisch wie am Abends und ich habe noch nichts für meine Klausurenphase gemacht, was ich nicht so cool finde. Ich meine, ich habe viel für die Uni erledigt. Ich hatte ja literally den ganzen Tag Uni, aber trotzdem weiß ich, dass so mein eigentliches Ziel und mein eigentliches Vorhaben ja meine Klausuren sind. Und ja, deswegen nehme ich mir jetzt einfach vor, jetzt tatsächlich noch ein bisschen zu lernen. Ich gehe jetzt wieder meine ganzen Karteikartenstapel durch, die ich mir für diese Woche vorgenommen habe. Die sitzen mittlerweile echt ganz gut. Und ich werde jetzt auch schon mal anfangen, gleich ein paar neue Karteikarten zu erstellen und noch 2 Texte zu lesen für ein Seminar. Das will ich auch noch machen. Ich habe echt absolut keine Lust. Aber ich ziehe das durch. Ich ziehe das durch. Yes. Was sind die Komponenten von Furcht? Ja, affektive Komponente, Verhaltenskomponente und kognitive Komponente. Was muss man bei einer Angststörungsdiagnose ausschließen? Andere psychische Erkrankungen, Substanzmissbrauch und andere neurologische Defizite oder medizinische Defizite. Körperliche Ursachen, psychische Erkrankungen, Substanzen, yes.
So, das können wir jetzt tatsächlich abhaken. Meine Karteikarten für Sucht sind fertig. Jetzt hier eben alle noch gemacht. War echt ein sehr, sehr interessantes Thema. Da ging es hauptsächlich um Alkoholsucht. Meinen Vortrag habe ich auch noch geübt und gerade habe ich noch meine Texte gelesen für Freitag. Das waren hier drei Texte, die wir noch lesen sollten. Da habe ich nämlich ein Seminar zum Thema Bindungsverhalten. Das war auch echt relativ spannend. Ich habe da jetzt nicht so mega viel Neues gelernt, aber ein bisschen Wissen auffrischen können. Und es ist eben auch Voraussetzung, mal am Seminar teilzunehmen. Also ja, sehr gut, dass das abgehakt werden konnte. Ich hatte jetzt einfach gerade wieder Lo-Fi-Beats auf den Ohren. Es hat sich gerade richtig meditativ angefühlt. Also das Lernen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war am Ende gar nicht so schlimm wie gedacht. Ist immer so. Ja, Mittwoch und Donnerstag habe ich dann nicht viel mitgefilmt, einfach weil ich viel unterwegs war und auch viel Stress abseits der Uni hatte. Ich habe mich aber zumindest abends immer noch hingesetzt und zumindest ein bisschen wiederholt, beziehungsweise habe angefangen in einem neuen Modul, also in Entwicklungspsychologie, meine Lehrmaterialien vorzubereiten. In diesem Modul habe ich mich dafür entschieden, mit Mindmaps zu arbeiten, einfach weil das Ganze irgendwie größere Konzepte sind, weil es da gar nicht darum geht, dass man wirklich konkrete Definitionen auswendig kann oder irgendwie längere Begriffe erklären muss, sondern man muss wirklich teilweise sehr große Theorien erklären können und da fällt es mir einfach sehr, sehr schwer, das irgendwie auf Karteikarten vernünftig zusammenzufassen oder klein zu bekommen und deswegen arbeite ich da dann lieber mit Mindmaps und gucke halt, wie die einzelnen Themen zusammengehören, weil das Gute an diesem Modul ist eben auch, dass viele Themen tatsächlich zusammengehören und genau, deswegen sind Mindmaps eben das Mittel der Wahl. So, ich war jetzt gerade beim Sport. Hat richtig, richtig gut getan. In letzter Zeit habe ich es ja immer erst abends zum Sport geschafft, was auch gut tut, aber morgens tut nochmal viel, viel besser. Vor allem, wenn man weiß, dass man den ganzen Tag sitzen darf. Ich habe nämlich jetzt gleich Blog-Seminar, der erste Tag, morgen auch wieder. Am Wochenende immer sehr, sehr schön. Blog-Seminare hat man dann eben auch nach einem Wochenende um und muss nicht jede Woche hin, was wiederum cool ist. Genau, ich habe auf jeden Fall beim Sport gelernt. Ich habe meine ganzen Karteikarten nochmal durchforstet, alles durchgegangen. Es läuft bis jetzt echt sehr, sehr gut. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, mit Bewegung zu lernen, im Fitnessstudio, beim Spazieren, was auch immer. Man kann sich Sachen viel besser merken. Die Muskeln versteifen nicht. Die Zeit geht schneller um bei der Bewegung. Es hat einfach so viele Benefits. Also Leute, lernt mit Bewegung. Ich will jetzt noch ganz schnell Sachen einpacken. Ich habe hier diesen neuen Rucksack. Ich muss euch den an dieser Stelle nicht zeigen. Ich hatte Nuiel dazu geladen, kann ich ganz transparent sagen. Es war eine Kooperation, aber nicht für dieses Video. Aber ich liebe einfach diesen Rucksack. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber der ist einfach ultra groß und so geräumig. Und meinen anderen Rucksack, den liebe ich auch, aber da passt halt manchmal, also da passt alles für die Uni rein, aber zum Beispiel zum Reisen oder so passt da nicht alles rein und das ist jetzt einfach eine gute Alternative. Ich hatte ihn aber gestern mit in der Uni und weil jetzt alle Sachen hier noch so mehr oder weniger drin sind, lasse ich den jetzt einfach da drin. Und dadurch, dass er aber so groß ist, bin ich halt oft gewillt, mehr reinzupacken, als eigentlich rein sollte. Ich brauche eigentlich für einen Unitag gar nicht so viel, aber weil ich so viel Platz habe, bin ich ganz oft so, das kann ich noch mitnehmen, das kann ich noch mitnehmen. Ich versuche mich jetzt einfach mal zu limitieren. Ich glaube, ich nehme heute auch wirklich nur mein Tablet mit. That's it. Ja. Hier, nur um euch das mal zu demonstrieren, da ist echt sehr, sehr viel Platz noch übrig. So, wir haben jetzt Sonntag. Ich habe gestern nicht mehr mitgefilmt, weil ich auch wieder den ganzen Tag Seminar hatte. Wie gesagt, dieses Wochenende. Meine Oma hatte Geburtstag, wir waren dann abends noch essen. Und dann habe ich bis in die Nacht heute noch dieses Video geschnitten, damit das heute auch tatsächlich online gehen kann. Deswegen habe ich gestern einfach grundsätzlich nicht so viel für die Klausurvorbereitung geschafft. Was aber komplett in Ordnung ist. Solche Tage gibt es und es war mir vorher auch schon bewusst, dass dieses Wochenende einfach sehr voll ist. Ich dachte mir, ich gebe euch jetzt einfach nochmal ganz kurz ein Recap von den Zielen, die ich am Anfang der Woche hatte und dem, was ich jetzt tatsächlich auch geschafft habe. Einfach so ein bisschen rekapitulieren, damit man sich vielleicht für kommende Woche realistischere Ziele setzen kann, finde ich immer sehr wichtig. Also mein Ziel für diese Woche war auf jeden Fall, das Modul klinische Psychologie komplett fertig zu lernen, bedeutet Karteikarten zu Ende schreiben, Karteikarten komplett lernen, das Buch lesen, was ich noch lesen musste, das wird ein Buch vorausgesetzt, es hat irgendwie über 700, 800 Seiten, ich weiß es nicht, und da auf jeden Fall nochmal Notizen machen, diese auch lernen und generell nochmal alles durchgehen, was irgendwie klausurrelevant ist. Das habe ich tatsächlich auch geschafft, ich habe alle Karteikarten fertig, ich habe die Literatur durchgelesen, ich habe die Notizen dazu gelernt und habe auch die Karteikarten insgesamt gelernt, beherrsche die auch ganz gut. Das heißt, wenn jetzt die Klausur kommen würde, ich habe jetzt noch 8 Tage, könnte ich die auf jeden Fall schreiben, das ist sehr gut. Und dann war auf jeden Fall mein Ziel, dann noch 2 weitere Module anzufangen, beziehungsweise 2 weitere Module komplett lernmaterialien technisch fertig zu machen. Einmal Entwicklungspsychologie, da wollte ich mit Mindmaps lernen. Hatte ich euch, glaube ich, auch im Laufe der Woche gezeigt, dass ich da angefangen hatte. Auch da habe ich jetzt fast alle Mindmaps fertig. Stoff grob gelernt, würde ich aber sagen, ist noch nicht so besonders sicher. Die Klausur liegt aber ein paar Tage nach der klinischen Psychologie-Klausur. Das heißt,
in 3-4 Tagen müsste ich da auch eigentlich auf einem ganz guten Stand sein. Und dann wollte ich auf jeden Fall noch ein drittes Modul anfangen. Da habe ich tatsächlich auch angefangen. Da mache ich digitale Karteikarten. Da habe ich, würde ich jetzt sagen, so ein Drittel geschafft. Ich hatte mir eigentlich auch mehr noch vorgenommen und wollte noch mehr Module schaffen und so weiter. Aber mehr war diese Woche einfach grundsätzlich nicht drin, weil ich ja noch meine Vorträge hatte, um die ich mich kümmern musste. Das waren Gruppenarbeiten. Das heißt, auch da hatte man dann noch Treffen. Ich hatte Seminare, ich hatte Vorlesungen. Die ganze Woche fühlt sich so an, als wäre ich irgendwie ständig mit Uni beschäftigt gewesen. Aber es war halt nichts wirklich für die Klausuren, obwohl die eigentlich gerade meine Priorität sein sollten. Bin insgesamt aber trotzdem zufrieden, weil ich merke, dass, wenn ich jetzt so weitermache in dem Tempo, ich das auf jeden Fall alles noch schaffen kann und am Ende auch zufrieden bin. Deswegen würde ich sagen, ich gebe der Woche so eine 7 von 10. Ich habe es vielleicht nicht ganz realistisch eingeschätzt, was meine anderen Termine und die Vorlesungen, Seminare und anderen Uni-To-Dos angeht. Aber ansonsten habe ich eigentlich ganz gut durchgezogen und war auch relativ konzentriert. Ja, ich nehme euch jetzt auch weiterhin mit, auch bei den Klausuren. Nächste Woche drehe ich eine Lern-Challenge, bei der ihr dann auch teilnehmen könnt, wenn ihr euch ein bisschen motivieren wollt. Freue ich mich auf jeden Fall schon richtig drauf. Ansonsten gerne Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und falls ihr auch gerade Klausuren schreibt, ich drücke euch allen die Daumen.